Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Onion Dog. Wünscht ihr euch nicht auch manchmal, dass ein gut aussehender Djinn zu euch kommt und euch drei Wünsche gewährt? Also ich weiß ziemlich genau, was ich mir dann wünschen würde. Eine eigene Insel samt Villa irgendwo in der Karibik, all meine liebsten Menschen um mich herum und dass ich nie wieder Fragen von gutefrage.net sehen muss. Leider gibt es allerdings keine Djinns. Oder ich habe zumindest noch keinen gefunden. Vielleicht sollte ich keine Videos mehr machen, sondern mehr Djinns suchen. Da ich aber heute viel zu faul bin und keine Hose anhabe, bleibe ich doch erstmal bei den Videos. Und es gibt eine neue Folge mit den seltsamsten Fragen von gutefrage.net, der dümmsten Seite im Internet. Die erste dumme Frage, die ich heute gefunden habe, kommt von Anglerfan98. Dazu fällt mir gleich mal wieder eine lustige Geschichte aus meiner Kindheit ein. Klein Alex hatte irgendwann mitbekommen, dass alle seine Freunde angeln. Da wollte er auch angeln. Also durfte er irgendwann mal mitgehen. Und das erste, was er dann lernen sollte, war, einen Regenwurm auf einen Haken zu stecken. Allerdings fand ich das irgendwie grausam und Regenwürmer ziemlich eklig, weswegen ich lieber eine Stunde lang geweint habe und dann ins Wasser gefallen bin. War ein super Tag damals. Okay. Anglerfan möchte jedenfalls gerne wissen, ist Nacktschlafen gefährlich? Hallo, komm, ich bin 13 Jahre Junge und wollte fragen, ist es schädlich, nachts komplett nackt zu schlafen, so wie ich? Das, Anglerfan, solltest du niemals tun, denn das ist nicht nur gefährlich, sondern sogar Todes, Ultra, Mega, Hyper, Über, Kartoffel hoch 73, gefährlich. Ich zähle jetzt nur mal ein paar der Dinge auf, die dir passieren könnten. Dich könnten Außerirdische mit ihren Teleportern entführen, die dich mit ihren Scannern nur erfassen können, wenn du keine Kleidung trägst. Du könntest von Nacktschnecken getötet werden, die hinten in deinen ungeschützten Körper eindringen. Eine riesige Gruppe Pädophiler könnte in dein Zimmer einbrechen und schreckliche Dinge mit dir machen. Oder, und das ist vielleicht das Allerschlimmste, wenn du nackt schläfst, könntest du dich erkälten. Das könnte sich dann zu einer echten Männergrippe entwickeln. Und das ist, wie wir alle wissen, das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Zweite dumme Frage, die ich heute gefunden habe, kommt von Joe Cool. Und er möchte gerne wissen, wie viel kostet ein Flug zum Mond? Muss nicht First Class sein. Das, lieber Joe, sollte ja eigentlich nicht so schwer zu berechnen sein. Aus Preisgründen würde ich als Material dafür Holz vorschlagen. Das würde zwar dem Vakuum im Weltall nicht standhalten können, du würdest wahrscheinlich schon kurz nach dem Start durch den Reibungswiderstand verglühen, aber es ist immerhin billig. Um weitere Kosten zu sparen, könntest du dir es ja einfach selbst schnitzen. Und da es ja Bäume in Hülle und Fülle gibt, brauchst du eigentlich nur ein Messer. Dafür würde ich mal so 20 Euro veranschlagen. Auf einen Raumanzug kannst du auch verzichten. Du überlebst die Reise ja sowieso nicht. Also brauchen wir nur noch irgendwas, was dich von der Erde wegbringt. Um Geld zu sparen, würde ich keine Turbinen oder so vorschlagen, sondern eine Explosion. Dazu gehst du am besten in irgendein nahegelegenes Industriegebiet, nimmst dein Holzraumschiff mit, dann gehst du damit auf das Dach irgendeines Konzerns, wo irgendwelche Chemikalien oder so produziert werden und zündest einfach alles an. Ich bin mir ziemlich sicher, dafür brauchst du eigentlich nicht mehr als ein Feuerzeug. Das sollte ungefähr 50 Cent kosten. Also betragen die Gesamtkosten für die Reise zum Mond 20,50 Euro und dein Leben. Das ist eigentlich verdammt günstig. Okay. Die nächste Frage kommt von Ladybump20. Sie möchte gerne wissen, wieso tragen alte Leute beige Kleidung? Ab welchem Alter ist es gesetzlich vorgeschrieben und wieso? Das, liebe Ladybump20, läuft so ab. Genau am 65. Geburtstag bekommt jeder Deutsche, der dieses Alter erreicht, einen Brief vom Innenministerium. Darin werden einem dann einige Dinge erklärt, die man ab diesem Alter gesetzlich einhalten muss. Erstens, man muss ausschließlich und immer beige Kleidung tragen. Zweitens, man darf nur noch Volksmusik hören. Und zwar die richtig, richtig schlimme Volksmusik. Und drittens, man muss sich immer und überall über die Jugend aufregen. Dazu sendet das Innenministerium sogar immer noch eine Liste mit Sätzen mit, die man dann auswendig lernen muss. Die meisten davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Also früher war alles besser. Die Jugend von heute weiß gar nicht, wie gut sie es hat. Also in meiner Zeit hätte es das nicht gegeben. Und der zeitlose Klassiker. Du dummer Hurensohn, mach mal Platz für eine alte Dame. Nächste Frage kommt von Slashy1992. Und er oder sie möchte gerne wissen, wenn man eine Verknüpfung vom Papierkorb macht und den Papierkorb reinzieht, entsteht dann ein schwarzes Loch. Steht oben. Schau mal, was für einen unglaublich kreativen Smiley ich machen kann, den du bestimmt vorher noch nie gesehen hast. Lol. Ehrlich gesagt, Slashy1992, kann dir wahrscheinlich niemand genau sagen, was dann passieren würde, weil es sich noch nie jemand getraut hat. Einige behaupten, es würde ein schwarzes Loch entstehen, das die ganze Erde vernichtet. Einige andere sagen sogar, das ganze Raum-Zeit-Kontinuum würde sich auflösen, womit das ganze Universum
Universum vernichtet würde. Und der sehr bekannte Physiker Herbert Müller sagte sogar einmal voraus, dass dann alle Kühlschranklichter auf der ganzen Welt ausgehen würden. Aber weißt du was? Ich traue mich jetzt. Ich bin jetzt der Pionier, der herausfindet, ob wir alle vernichtet werden oder was sonst passiert. Absolut nix. Die nächste Frage kommt von Refrots. Und er möchte gerne wissen, macht Schule schwänzen dumm? Ich bin gerade in der 10. Klasse. Ich habe gar keinen Bock auf Schule und möchte deshalb schwänzen. Ich habe aber Angst, dass ich auf das Niveau eines Erstklässlers zurückfallen könnte. Kann das passieren? Absolut kein Punkt. Liebe Refrots, da musst du dir überhaupt keine Gedanken machen. Ich meine, in der Schule lernt man doch sowieso nur Schwachsinn, oder? Ich meine, wir brauchen schon Kurvendiskussionen. Oder die Regeln zur Verwendung des Genitivs im Deutschen. Oder Lesen und Schreiben. Es gibt sogar Leute, die finden Arbeit. Und müssen dann jeden Tag 8 Stunden ihrer wohlverdienten Freizeit opfern, können morgens nicht ausschlafen und haben nicht mal jede zweite Woche Urlaub. Und das alles nur, weil sie in der Schule waren. Also mach's wie alle klugen Leute. Schwänz die Schule, beantrage Hartz IV, werde Alkoholiker und sterb mit 44 in deiner eigenen Pisse. Viel Spaß! Und die letzte Frage für heute kommt von der dezente Herr. Und er möchte gerne wissen, hallo, ich will mir ein Auto kaufen und wollte fragen, ob ein Mensch im Kofferraum eines Audi A7 reinpasst. Lieber dezenter Herr, ich bin mir völlig sicher, du hast irgendeinen guten Grund, warum du das fragst. Vor allen Dingen, weil du dein ungeliebtes 5. Kind auch mal mit in den Freizeitpark nehmen möchtest. Oder du einfach planst, jemanden umzubringen. Und daher ist das eine wirklich gute Frage. Ich habe das mal für dich gegoogelt. Und tatsächlich haben einige Varianten davon über 500 Liter Kofferraum. Das sollte also nicht nur für eine ganze Person reichen? Nein, du kannst sogar noch einige geklaute Organe, einen Jutebeutel voller Kokain und ein paar geschmuggelte Zigaretten mitnehmen. Aber ich bin mir sicher, all das würdest du sowieso nicht tun, weil du bestimmt ein total netter und freundlicher Typ bist. Ich sehe gerade, hier hat jemand geantwortet, in Einzelteilen schon. Und der dezente Herr hat darauf gesagt, schade, anfangs brauche ich Platz für ein Ganzes. Okay. Gut, das war's denn für heute auch schon wieder mit dieser Folge. Denkt ans Abo, den Daumen hoch und die ganzen anderen Beweihräucherungen. Und heute habe ich auch endlich mal wieder eine Frage an euch. Und zwar, in Bezug auf den Anfang dieser Folge, was wäre der erste Wunsch, den ihr euch erfüllen lassen würdet, wenn ein Djinn euch 3 Wünsche gewährt? Meins habe ich euch ja schon verraten. Bin mal auf eure Antworten gespannt. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und das war's erstmal. Euer Alex.